Leute, willkommen zurück. Ich habe was rausgefunden und zwar kann man hier zuhören. Und so kriegt man anscheinend das Passwort mit, oder wie? Was wollte eigentlich diese hylianische Wei eben? Oh. Egal, komm schon, Jaido, erzähl. Oh, stimmt, ja, das Passwort. Es lautet GGC-Raute. Okay, zweimal G, einmal C-Raute. Aha. Dann sehen wir heute, was da drin ist. Und seid ihr auch schon gespannt? Ich bin's auf jeden Fall. Mhm. Jetzt kommen wir da rein. So. Eure Stimme habe ich. Ach, jetzt müssen wir noch einen Tag abwarten. Okay, dann hole ich mir noch mal schnell eine Mütze Schlaf in diesem Hotel. Wenn ich das noch wiederfinde, wo war das jetzt? Nicht hier. War das hier? Ja, hier war das. Mond. Ja, komm. Schlafen. Am Morgen. So, und dann können wir das Passwort sagen. Es bleibt ja immer gleich, oder? Müsste. Ich, zur Sicherheit gehe ich nochmal dorthin und höre zu, wie das Passwort lautet. Ja, ist immer das gleiche, okay. Gut, dann geben wir das jetzt ein. Und dann kommen wir da in diesen Store rein. Bin mal gespannt, was wir da finden. Ist das dieser königliche Eiskeller oder was? G? G? C? Und die Raute. In Ordnung. Ihr dürft hinein. Okay. Und was ist jetzt hier? Besondere Kleidung? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Hm. Hahaha. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Wenn ihr nicht zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid jetzt Mitglied hier, also möchte ich euch für euren Besuch danken. Ja, okay. Das haben wir geschafft. Und hier kriegt man... Was ist das denn für... Das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn ihr euch danach verlangt, fertige ich euch es an. Wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Was ist das? Leuchthose. Damit kann man im Dunkeln was sehen, ne? Hm. Aber so viel Geld haben wir nicht. Die Leuchtsteine hätten wir. Drei? Drei? Drei. Ja, nur das Geld haben wir nicht. Und was ist das hier? Hitzeschutz, aber Verteidigung 3. Das sind wertvollere Gerudo-Kleider. Darf ich mir die auf den Kopf? Ich kaufe mir das mal. Das hat nämlich bessere Verteidigung. Was passiert denn, wenn ich das jetzt anziehe? Vermutlich fliege ich auf, ne? Testen wir mal. Da wir beide dunkle Geheimnisse teilen, sind wir quasi Geschwister im Geiste. Okay, also sie weiß zwar, dass ich Link bin,
Also sie wird mich nicht verraten, das ist das Lustige. Aber ich glaube, wenn wir jetzt herausgehen, dann fliegen wir aus der Stadt. Ja, okay. Aber hier kriegt man einen stärkeren Hitzeschutz, das ist doch schon gut zu wissen. Gut, dann wäre das auch schon mal wieder gelöst. Und jetzt müssen wir noch irgendwie den Rest lösen. Der Rest, ja, ist hier draußen. Und das wird nicht leicht. Warte, Tagebuch. Das wird überhaupt nicht leicht. Das Maldora-Herz. Sollen wir das mal versuchen? Wir haben genug Bombenpfeile. Wir werden es mal versuchen. Diese Robin kann ich leider nicht fangen, ne? Na gut, dann zieh wieder das Teil an. Wo ist es? Das ist da. So. Um in die Stadt zu kommen. Wir haben nicht mehr so viele Quests hier, dann können wir endlich diesen Helm kriegen. Bin ich schon gespannt drauf. Komm, gib mir einen... eine Sandrobbe. Ah, warte nur kurz. Warte nur kurz. Ja, ein Maldora-Herz kann ich mir ja ergattern. Ich muss ja nicht sofort Baretta retten. Nö. Gut. Ah, ja, richtig. Da ist es doch auch so sau heiß. Gut, dass ich diesen Schutz habe, aber... schützt der... schützt der jetzt stärker vor Hitze? Hat der irgendwie Hitzeschutz plus? Hitzeschutz. Z-Bonus. Das funktioniert besser als die Aha, jetzt verstehe ich das mit dem Kleider. Als Kombination gibt das perfekt, oder was? Ja, wie schön. Ja gut, dann fahren wir jetzt mal zu Maldora. Versuchen den ja zu besiegen. Warte mal, wo fahre ich denn wieder hin? Maldora ist irgendwo da hinten. Ah. Lol, was macht Link denn jetzt? Okay. Er freestylt hier ein bisschen rum. So, kurz schauen. Wo ist dieses Drachenexil? Es ist da runter, in dem Süden der Stadt. Ich kann ja Pfeile, genau, auf der Robbe benutzen. Und auf geht's. Das wird ein heftiger Kampf. Ja, ich habe jetzt kein Essen dabei. Aber ist nicht schlimm. Der Mifas Sturm und auch den Rest. So, hier war doch irgendwo schon der Stelle, oder? Hier taucht doch Maldora. Siehst du, hier verbrenne ich schon wieder. Verdammt. Da komme ich nicht so leicht hin. Da ist es zu heiß. Verdammt. Haben die Grunden vielleicht irgendwas dagegen? Wegen der Lava.
fahre jetzt mal einfach weiter. Schau mal, wo ich lande. Ist ein Schrein in der Nähe. Ach, ich bin wieder... Wo bin ich denn? Nee. Ich bin bei diesem Fossil. What the fuck? Ach, und hier sitzt einfach mal eine Fee. Halt, halt, halt. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Ja, dann aktivieren wir mal diesen Schrein. WTF? Das ist doch dieses Fossil, was Barretta suchen wollte, oder? Und wie viel Geld will die? Wie viel Geld will die? 1000 Rubine, okay. Dann werden wir demnächst auch unsere Steine mal wieder verkaufen. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich stell mal keine Fragen. Was erwartet mich denn hier im Schrein? Aber hier kann man diese Kleidung gut verstecken, das finde ich gut. Hä? Hochspannung. Okay, wieder ein Stromspielchen. Ach, das scheint aber nicht schwer zu sein. So. Das Teil. Da ist die erste Etappe, okay. Oh, Wasser. Und da ist ein Wächter. Ein antiker Reaktorkern, okay. Dann schnell mal Kleidungswechsel. Oh Mann, ich hab da so einen Dreck gekauft mit dieser einen Kleidung. Wie komme ich zu dem hoch? Au! Oh, da liegt eine Kette. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Muss ich die irgendwie... Ach, warte mal, die ist da um die Säule gedreht. Ja, dann ist die Kette lang genug, ne? Ja. Dann funktioniert das Teil. Ja, dann nimm noch die Truhe dazu. Und dann müsste das funktionieren, genau. Und jetzt wäscht. Ach, es sind sogar drei. Drei schwache, aber trotzdem gefährlich. So, einer da. So. Die Teile fallen ins Wasser. Kann ich die trotzdem aufheben? Ja. Na, wenn ich hier nicht jetzt ertrinke.
Ja, es sind aber auch keine starken Wächter. So, und jetzt den Eisenkern. Was mache ich denn jetzt mit dem? What? Okay. Ach, guck mal. Da ist sogar eine Truhe drin. Da geht's rein. Und dann komme ich zur Truhe. Aha. Mit Geld brauchen wir ja. So. Und jetzt noch hier reinsetzen und dann sind wir durch. Nee. Doch. Ah, nee. Nee, hier gibt es noch irgendwo ein Zahnrad, was man braucht. Okay. Was macht das? Ah, ich verstehe, okay. Ach so. Okay, okay. So Barrikaden setzen. Okay, die erste ist gut. Dann komm mal hier hin. So. Ach nee, das ist nicht gut. Ah, okay. Dann müssen wir mal dort hinten hin. Du stellst dich schön. So, hier hin. Ah, nee, warte. Hä? Ist leider falsch. Ah, guck mal. Aber kann ich die Steine nicht einfach wegbomben? Das ist kompliziert. So. Erster Stein ist abgetrennt. Das bringt mir aber... Das bringt mir nichts. So, jetzt bin ich da drin. Okay. Die stimmen. Es fehlt nur noch der letzte. Ach, den Stein darf ich nicht verwenden. Warte, ist was? Das hat sie eben geklappt. Stein. Beweg dich. Nein! Ach Gott, was ist das denn wieder für ein Rätsel?
So, jetzt da runter. Hey, ich muss wieder auf die andere. Hä? Ich verstehe das nicht. Das muss irgendwie hier so rein. Weil die ist gut. Warte, was passiert, wenn das Teil hier steht? In der Mitte muss ich den Stein irgendwie rauskriegen. Aber es einmal klappt und dann halt nicht. Ja, weil hier, da fehlt ein Stein. Das verstehe ich. So. Ist das jetzt so richtig? Ja. War doch nicht so schwer. Hä? Naja, egal. Und da liegt dann unser Zahnrad. Was wir brauchen. Oh. Und noch eine Truhe. Mit einem Saphir. Gut, dann rein da. Dummes Zahnrad. Ah ja, sie ist einfach durch die Stange hindurch. Ja. Keine Fragen stellen, das war's für heute. Bis demnächst bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, und dann schauen wir mal, was man in der Wüste hier noch so erlebt. Eieiei, unfassbar. Ach ja, und beten. Dran denken.